Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video South Park Hashtag 10. Und wir haben in der letzten Folge mit dem, keine Ahnung, wer da ist, vor allem mit einem Kumpel von ihm geredet. Und wir sollen den Huckster wieder bringen, dass er seinen Laptop klaut. Alter, bring Stripe von mir zu Hause zu Tweak, damit ich meinen Laptop zurückkriege! Genau, Tweak heißt der ganze Kram hier. Und er braucht den Hamster, wie gesagt, und wir haben jetzt folgende Mission, den Hamster zum Tweak zu bringen. Der Hamster befindet sich, wie gesagt, bei Supercrack. Den müssen wir dann holen. Und können wir jetzt hier nicht mit C... alles scheiße. Vielleicht zustande... Nee. Das wollen wir. Wichtiger Gegenstand. Ja, halt schon. Katze als alles eben. Und dann wieder Realität. So, wir müssen zu Super Craig. Das ist eine meiner Katze. Huhu, ich hoffe, du findest auch den Rest. Bringe sie. Ja, okay. Was wollte ich gerade machen? Genau. Woodwood Super Craig. Hey, please. Kann ich nicht hier mit. Super Craig. Hier wohnt Craig Haus. Okay, cool. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier oben, oder? Ja, wir sind hier oben. Dann müssen wir einfach zur Stadt. Alles klar, Leute. Kaputt machen. Fick dich, du Wichser! Okay. Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag! Ja, ja. Können wir hier mit einer schnellen Reise-System hin? Nein. Und die schnelle Reise ist echt manchmal ein bisschen unmöglich. Wenn man nicht dahin kann, wo man hin will. Können wir ein Selfie machen? Habe ich echt ja dazu gesagt? Wir müssen ja immer noch Selfie sammeln für unser. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Mach ich. Und wir werden heute auch noch viel craften. Ich habe ja in den letzten Folgen fast gar nicht gecraftet. Und das werde ich diese Folge mal machen. Und das ist hier Craig's Haus? Ich glaube nicht. Doch, ist es. So, da müssen wir runter in den Keller, glaube ich. Ja. Da ist der alte Vater nochmal. Craig tut mir so leid. Hoffentlich vertragen er und Tweak sich bald wieder. Ja, bestimmt. 15 Cent nochmal. Hey, Wunderarsch. Bitte schlaf, wenn du hast etwas. Ja, wo ist denn der Hamster? Okay, ist das das Elternschlafzimmer wahrscheinlich? Nochmal 12 Cent. Ja gut, aber erstmal ein Millennium Falken kommen. Hey, please. Mit Zeitfußpause kannst du. Ja, schon klar. Das Ding ist so nur. Das sieht jetzt gerade nicht voll dumm eigentlich. Das Ding ist jetzt gerade nur wie hier. Ich glaube, ich mach's so. Ich stelle mich jetzt hier hinten.
Warte, wie geht's hier? Mit Zeitdruck kannst du dich, kannst du Kreaturen fangen, die sich schnell bewegen. Ja, aber erstmal müssen wir rauskriegen. Das ist ja gar nicht so easy. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Der war unter Bett. Okay, gut. Stripe, das Meerschweinchen. Wichtiger Gegenstand. Perfekt, Leute. Haben wir das auch geschafft? Ja, das war ja eine Geburt, Alter. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Wir schauen nochmal, was hier ist. Wir gucken so. Oh Gott, wie geht denn das? Okay, ja. Ja gut, Leute. Ich hab gerade herausgefunden, man muss einfach nur Z drücken, aber irgendwie will das bei mir nicht. Ich drück hier auf die Taste, Leute, aber. Oder muss ich noch was anderes gedrückt haben? Nee, nur A. Und da und Z. Egal, Leute. Ein bisschen unnötig zwar jetzt, aber. Ja, gut. Tweak und Craig sollen ein Baby machen. Ich wäre so eine coole Tante. Okay. Das wärst du. Glaube ich, hoffe ich mal. Ja, dann versöhnen wir die beiden mal wieder. Mit dem Hamster. Das war nicht cool. Schade. Sarah, haben wir schon ein Foto mit dir? Guck dich mal an, mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ah, okay. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ja, das sehe ich auch so. Das ist Foto. Ah, den haben wir schon. Ja, dann verpasst du den. Das ist dieses Selbstjustizlerkind! Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Arschloch! Freundliche Stadt. Ja, jetzt habe ich schon in dieser Folge allein sind so 2 Tiere eingesetzt. Eine Katze, und eine Arschloch. Den wir jetzt gleich Tweak. Hier ist noch ein Rucksack. Ah, den habe ich schon gelootet. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Verbesserte Gegengift. Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Oh, wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön! Hier ist ein blöder Laptop! Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Dann treffen wir gleich.
Der furzende Selbstjustizler. Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder vertragen. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Kind hier mit Kaffee. Was ist das? Paartherapie? Craig! Verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Oh. Ich hoffe, ich krieg davon keine Infektion. Craig hat mir seinen Laptop geliehen, als meiner kaputt war. Ja, schön, schön. Wieder zu Tweak gehen. Oh, das dauert ja alles Ewigkeit mit den zwei. Sprich mit Mr. Tweak. Mr. Tweak. Hä? Ist er nicht da? Ach, Mr. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Feuere Fürze auf deine Feinde ab, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. Davon wird ihnen übel, dann würgen sie und du haust sie um. So, jetzt werden wir mal craften und dann wir irgendeine Scheiße craften können. Das können wir craften. Ich schau mal in mein Artefakt-Buch hier. Das ist noch geschlossen. Großer Platz, kleiner Platz, kleiner Platz. Kleinen Platz können wir noch brauchen. So, wir haben halt kein Edgar's Kleber, so, das ist unser Problem. Und Kostüm können wir uns auch mal ändern wieder. So, haben wir das noch mal gespielt. So, Papier. Papier brauche ich jetzt nicht. Wo ist denn Kostüm? Charakterbogen. Kostüm. Kleidung. Mal schauen, ob was. Jo, so ein WWE, so ein Ding. So ein Wrestler wäre auch geil. Wir haben halt noch nicht so krasse Kostüme. Sehe ich gerade. Komm, wir scheiß mal drüber. Zack, Hände, zack, der passt perfekt dazu. Wie sieht das aus? Ah, achso, wir haben. Ah, okay. Haare. Neue Haare. Nee. Es gibt halt nicht so Haare wie ich hab hier. So. Style. Bart, komm. Sollen wir mal so ein Muchacho-Bad nehmen, so? So, Bart, sollen wir mal so eine Ziegenschnauze machen? Mit, keine Ahnung, Lippenbart oder keine Ahnung, wie es heißt. Ja, das ist hässlich. Nehmen wir den. Was gibt's noch? Basis Make-up. Ja, so. Ja, gut. Da haben wir uns ein bisschen geändert und jetzt sind unsere Aufgaben noch. Gehen wir mal zur Polizei. Können wir da ein schnelles Reisesystem machen? Wo ist überhaupt die Polizei? Polizei ist hier. Hier, ganz hinten. Und
generelles System. Das ist mies. Ich glaube, wir machen von hier nach da. Und das ist mies. Aber es geht ja hier ganz schnell. Zack. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Genau. Was ist denn mit dir los? Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. So einfach kommst du nicht davon. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Du bist der Schnellste in der Stadt. Hier hin, bitte. Bis denn! Diese Audiogeräusche, die echt richtig schade. In die Schule? Das ist dieses Selbstjustizlerkind! Chaos kann man nicht entfliehen! Oh, vielleicht doch! Ja, hier hatte ich unser Artefakt reingemacht. Ich hoffe, das ist hier. Ja. 140 macht. Bitte. Ja. Da ist auch schon die Polizei. Die ist da unten. Der Selbstjustizler verdirbt an den Spaß. Was bist du denn? Ein Zigeunermagier? Geh schon durch. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken. Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Wen haben wir denn da? Du warst doch gestern in den Nachrichten, oder? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Das war's, einfach nur in den Haus rein. Das machen wir dann mal später. Können wir jetzt gleich zu? Ich weiß nicht. Weil, Leute, hier steht 160. Finde und bringe alle von Big Bay, alle Katzen. Ja, ihr findet meistere. Okay, wir haben jetzt eigentlich nur noch den Auftrag mit der Polizei. Was erwarten Kammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt? Wir haben jetzt eigentlich nur noch den Auftrag mit der Polizei. So. Keine Gnade! Gibt hier gerade keine Gnade. Es kann sein, Leute, dass das Video übrigens. Weil. Ich bin der Schnellste in der Stadt! Das halt so ist. Komm, bring mich hier irgendwo schnell hin. Oh, das ist nur hier, das. In diesem Spiel gibt es keine Springtaste. Ja, das weiß ich. Bitteschön! Das ist dieses Selbstjustizlerkind! Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein! Könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja.
Sehr geil. Ist auch nichts. Und hier ist auch nochmal so ein Bild. Die ist doch nice. Und da ist noch so ein Rucksack. Hier ist ganz schön Zeug. Das hat mir noch nicht gelootet haben. Wir müssten eigentlich gleich da sein, ja, beim blauen Haus. Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Besiege den Drogendealer. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Please. Was ist das denn? Hey. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Sprich mit, als ob jetzt wieder zurück. Oh. Ich will meine Medaille. Das ist doch der furzende Selbstjustiz. Ich bin der furzende Selbstjustiz. Ich könnte wetten, dass ich dich gestern Abend in den Nachrichten gesehen habe. Hab nur ich das Gefühl oder sind die Erwachsenen hier vollkommen verrückt? Hältst du dich für so toll mit deinen sauberen Unterhosen? Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Ja, der ist cool. Der ist cool, da gucken wir ein bisschen. Hundekacke. Der Hundekacke. Wow, sehe ich echt so aus? Also echt lustig, eigentlich so, echt mal so, wenn man Instagram so, aber Freunde, Foto macht, dann... Haha, da kommst du nie rein, Superblödi! So einfach kommst du nicht davon! Ich bin der schnellste in der Stadt! Du bist gar nichts. Du kommst hierher. Läuft gut, Wunderarsch! Hab ich das Gefühl, wir benutzen echt oft die Schnellreise. Bis denn, ne? Weil wir halt von der anderen Stat zur anderen Seite müssen. So, ich will mir. Chaos bestraft seine Feinde! Meine. Chaos kann man nicht entfliehen! Oh, vielleicht doch! Meine Medaille abholen, die ich mir zu Recht verdient habe. Wenn nicht, schaut's mir gut an. Was bist du denn? Ein kleiner Liberace? Geh schon durch!
Hey, kleiner Verbrecherschreck, du bist wieder da? Ich hab da was, das dich interessieren könnte. Wie sich herausgestellt hat, ist der Abschaum von gestern nur eine ganz kleine Nummer. Der echte Oberboss muss irgendwo hier sein. Auf deinem Handy, das ich in der Hand halte. 200. Danke, dass ich dein Handy dafür haben durfte. Er versteckt sich in der riesigen Villa, die er mit Blutgeld gekauft hat, dieser Penner. Das ist eine ganz andere Nummer, Verbrecherschreck. Sein Haus ist eine Festung. Jedes Fenster und jede Tür ist mit einem Hightech-Sicherheitssystem verbunden. Du brauchst das. Hiermit kannst du sein Sicherheitssystem hacken, um dich reinzuschleichen. Polizei-Hacking. Viel Glück, kleiner Held. Okay. Und damit, Leute, würde ich sagen, war es das hier mit der Folge. Wir sind bei 28 Minuten wieder. Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und haut rein, Leute. Ciao.